So, also wer ist der Bauherr? Der Bauherr ist ja, eine Mischung zwischen Universität und privaten Firmen in Frankreich. Mhm. Oh, we should speak in French probably. In French? In English, I mean. So, it's a little bit like the experimental factory, mm-hmm. In terms of its kind of, you know, part university, part public, öffentliche Hand. But it's funded from the state then? Or? Yeah, mm-hmm. Yeah, it's actually funded from the Région de Pays de Loire, mm-hmm. The regional. Mm-hmm. But sort of urbanly, this will stand sort of be a freestanding building on a on a plate, kind of. There does seem to be an interest in having some part of the building being taller, mm-hmm. so that it becomes a landmark. Mm, yeah, because especially if it's also flat, kind yes. of here and here the shopping walls. And exactly, and there's a lot of competition with the signage on the shopping walls, which isn't very pretty. Mm. Especially this one here has got some really awful signage. So. It's a pretty much an open field, which means that one can really start to think about how to integrate the building into this park landscape, because two of the areas are actually protected. Here's a little diagram on how they imagined it, so that the reception area has then a straight connection to this digital canteen, that everyone sort of filters through that. And then there are different areas or different zones then where different parts of the players can be in. The central square is what? This is the digital canteen, yeah. A center for virtual reality. To be invisible would be quite good. Yeah, so the first thing when I came home and said we're doing this, he's like, it shouldn't be there. It shouldn't be there. Like, okay. Yeah. This goes quick. So this is really not, I mean, you don't want to be close to it. No, this is really like being on a somewhere completely outside the town, but it's nothing of, I mean, it's just a and going to visa. So I think this is the main point, to use this and being to try to really make a nice park out of all this. I mean, from everything you're saying, I mean, my first instinctive reaction is much more something that's dissolving into the landscape, no? Sort of like, how is it called again in Copenhagen, the museum, that kind of, you know, Museana museum type thing, pavilions sort of connected with a lot of greenery and a lot of open space. I mean, that's obviously not very efficient and probably not as dense as they maybe wish mm-hmm. it to be, because they probably want to have interaction between whatever university and so on. But I mean, I think in this kind of sort of motorway periphery landscape, to create something that has really landmark quality, I think you have to, it has to be quite big. No? Also 15 Meter sind im Moment erlaubt, wir könnten höher gehen, aber man muss sich halt vom Programm überlegen, vom Programm was man eigentlich machen kann. Ja, die wollen alles zusammengeknüpft haben, also eher Shopping Mall. Okay. Und dann könnten wir so einen großen Totem bauen, um dann zu sagen, hallo, hier sind wir. Too easy. I think it would be fantastic to have just a big sign, center for virtual reality and nothing, you know, it's just like, all you see is a green field. I think it would be fantastic. For now, everything is possible. They're really open for every proposal. I guess it looks a bit like they don't really know where they're going. They know all the programs, but they don't know how to bring it together. I mean, if you, I don't know, that's this kind of thing, and I mean, you could just say do something like this, and then just cut holes into it, and whatever your space for your program is in between, and then maybe you make whatever dents into it or something like that. So it's all introvert and looking into these courtyards. Mm-hmm. And they probably would have to be larger in order to make sense of it.
Or of course you can do something like that and create these spaces that are somehow relating them. It's organic, but then it's not lichtecht. So I don't know. After 1 year, probably. But is this color meant to be this? No. No, this is. Das würde wahrscheinlich das Kolossal dienen. Aber. But is this really meant to be this? Because this is so much earthier. This is the color here. I did a mistake, I think. Das war die, yeah. Die ich ausgesucht hatte aufgrund but der. But keep this. It's quite nice. Your mistake was maybe. Yeah, in the right direction. Ich hätte die mal ausgesucht, ohne die Nummern zu haben, nur aufgrund des Ausdrucks. Ja. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Es gibt Standardfarben, das sind die hier. Wir können uns aber eine Farbe nach Wahl aussuchen. Das heißt, das wird Das gleiche Dach wie bei der EFM. Identisch. Das gleiche Teil. Okay. Also mein BFM, das könnte aber Naturaluminium sein. I guess we have to kind of start from the beginning again. I mean, are we sticking to the concept of one color consisting of two shades in one angle. But the space, so we define the space through color. I think so. Also wenn wir den Bohrer machen, haben wir Textilien, haben wir im Textilienbodenbelag, ansonsten haben wir in den Because I think if we do this, then it's possibly too warm, but it's still quite nice. It's very nice, but I think this is more conceptually to be more blue. I think it can be colors that you can't describe, that you don't know what color they are, but. So, just for the moment, should we try and find a twin for that one? Well, I'm just speculating on if we put the blues in the shade, in principle, so this one can be in the shade. Because that's, I mean, it's a very loose model, but this is north. You mean this, instead of the yellow here, have the blues? Yeah. Here you kind of you're seeing the yellow face in context with the two brick buildings here. Yeah? Whereas the bluey-gray side is in context of those whitish plaster buildings, these ones here. But I think one could exchange. I mean, we know that this color, which is the one we've got, looks great with brick. Yeah, let's look at the blue. Then may have to be more adjusted if it gets full sunshine. So there's not that much sunshine because it's full of trees. Well, but it still gets, this facade gets a lot of sun, no? No, it's totally enclosed with trees. Everything is very tight, actually. Yes, but in the winter it'll get sun, and the leaves are not tight. Yeah, not so much. Also zurück zur Frage, ob wir die Fenster zweifarbig machen wollen oder nicht. Do we have four colors? Because there are four facets, no? No, we don't have at the moment, but that we could do that, yes. Matthias, what do you think? I think almost the purple is almost nicer, no? I mean, I think there's an argument for both. So do we want the morning light on the yellow? You could argue both ways. You could say that you want the morning light to really bash against this one and make it even brighter. Or I think I would tend to do that and say that this one faces north and this one faces east, west. So it's like that. Yeah, I agree. Yeah? And here the strong one is to the south, gets more light. Do you think that's enough contrast? And then
you get the dark grey between, I think that's between these two. Isn't that a little meek, the contrast between those two? This is less, exactly, this is a bit more polite than everything else, so maybe we should get something. Can we just try one of those stuff on? No, it's too muddy. Put that for the darker one. Put it next to the dark one. No, on the other. No, they're too similar, I think. Mm. I mean, but we could do that as an alternative. Just try it here again. Sorry. Mm. We could do something like that, but no, it's boring. I think maybe this one is the problem. The lighter one? Yeah. Which one is it? The R20B? The one we like is 6005. There we are, very warm again. The little 50-star color scheme, no? Particularly that one with the black is kind of, that's this very, is horrible. Very 50s. Well, it'll get... Yeah. Maybe that's not so bad after all. Yeah. It's a nicer combination. Yeah. These two together? Is that all right? Maybe. That's not so great, these two together. No. Is that all right? Is that the, This is beautiful with the anthracite. Mm-hmm. Yeah. It's quite 50s. Yeah. There's three, but I think they're all right. So now the question is the window. I mean, that's the whole purpose of our exercise, or of this exercise, is that we have to establish the colors of the windows. We have theoretically three options. We can have one color inside, one color outside of the timber window, and then there's a kind of steel frame which is supporting the outer window, and that could be a third color if you want it to be. I mean, I guess, well, the from the outside, the straightforward thing to do would be to take it, if it is 8,500, to say that's the window, 8,000. We do that throughout on the outside. I think it'd be the straightforward thing to do. And then why change it on the inside, actually? I think I would keep it all the same. Then it's, we've got enough other games. But it somehow kind of makes the whole window appear more like a whole. Yeah, and then you look through better as well. Exactly. Okay. This is 500, glaube ich. Nee, ist 8,000. Yeah. Da gibt es hier bei dem natürlich viel mehr Möglichkeiten als bei der Variante, weil man kann hier hinten noch ein Kreuz einbringen, was nicht im Weg ist beim Falten. Hier, wo jetzt diese Strebe ist, könnte man von da nach da ein Kreuz. Und oder man könnte auch in der Schrägen da, ne? Auch ein Kreuz einbringen. Ja, und man, oh ja, genau, und hier könnte man auch, also ich habe jetzt hinten dachte ich jetzt gerade auch. Hinten ein Kreuz und dann könnte hier auch noch ein Kreuz sein. Mhm. Dann gibt's dasselbe in Stahl.
dasselbe, ja, ein bisschen anders, dass du das auch so siehst, aber dass er von den Proportionen so, dadurch, dass das hier das weiteste ist, ist er von den Proportionen so ein bisschen komisch eigentlich, ja, oder? Ja, generell natürlich, also beide sind so ein bisschen steif, dadurch, dass sie so eben so aus geraden Linien zusammengebaut sind. Ne? Das hängt halt auch damit zusammen, dass, wenn man das wirklich so machen will, dass die Sitzfläche nach hinten klappt. Oder man macht halt vorne raus und wird dann halt sozusagen nach vorne rumklappen, nur da bräuchte man wieder diese Distanzüberbrückung. Mhm. Das kann ich jetzt bei dem nicht so gut zeigen. Mhm. Aber ich mach mal kurz den Sitz ab, weil das ist so ein bisschen anders aufgebaut, das Ding. Das ist halt so ein... Das ist ganz witzig eigentlich. Da ersparst du dir diese komischen Teile. Genau, diese komischen Detail spart man sich dadurch. Ja. Man hat halt so ein bisschen dieses, also so ist es jetzt aufgebaut. Das sind eigentlich nur 6 gleich lange Streben und halt diese Bügel. Mhm. Ja, ist noch nicht ganz so einfach, wie man sich das wünschen würde. Es wär schön, wenn das wirklich bloß so 3 so Bügel sind und die sind einfach geschickt zusammengeknüpft und machen dann diese Figur. Im Augenblick wirkt es noch so ein bisschen, zusammengeschraubt. Das ist ja echt genial hier, wenn man die Sitzfläche benutzen kann, um praktisch das dann davon abzuhalten, sich in die andere Richtung zu... Ja, müsste man eh. Sonst müsste man hier noch einen Stopper reinbringen, sonst spagatet der. Aber kannst du nochmal die Sitzfläche dazugeben? Zu befestigen. Also hier würde sie dann irgendwie quasi einrasten. Mhm. Und wie kriegen wir sie weg? Eigentlich nur so rum, oder? Jetzt ist sie irgendwie fest. Das musst du losmachen, oder? Dann mache ich was kaputt. Kriegst du eigentlich nur so weg, oder? Ja, wahrscheinlich ja. Aber da hatte ich ja zuletzt nochmal eine Variante in den Rändern gehabt. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, aber ein Grund, weswegen das so ein bisschen steif erscheint, ist diese gerade Rückenlehne. Und im Prinzip könnte man das ja auch so ein bisschen knicken, oder? Mhm. Also es wird an der Funktionalität nichts ändern und in Holz wird das leicht herzustellen. Ja. Das könnte man auf alle Fälle. Ist halt so, im Moment sind wir immer noch bei den 3 geraden Achsen geblieben. Ja, das hat ja auch was. Finde ich auch wieder gut irgendwo. Aber es wirkt einfach noch so ein bisschen steif. Also, Ich glaube, man müsste jetzt noch mal einen machen, auf den man sich draufsetzen kann, weil es ist, er sieht so aus, als wäre er nicht bequem, aber ich weiß nicht, das kann natürlich täuschen. Mal die beiden Platten noch mal nebeneinander gehangen, bitte? Die stehen auf dem Tisch da unten, die sind auch die gleichen. Ja? Also, gut. Also, da kann man sie noch in klein sehen. Ja, ich möchte sie nebeneinander sehen. Weil da, wir haben ja jetzt in dem Knick, kriegen wir ja den, da stoßen die aufeinander. Die und die. Das ist schwer zu sagen, ja, genau. Die heller sind, aber die beiden sind eindeutig dunkler als die anderen. Ja, das stimmt. Hier hat man auch den, da. Nee, halten Sie es mal bitte nicht legen, weil es gibt ein anderes Lichtspiel. Das ist jetzt der, so, ja, ja, genau. Der nicht, das ist jetzt der Knick. So. Wir knicken jetzt in der richtigen... Nee, wir knicken so. Also so. Das Gebäude hat auch ein bisschen was von Paravance, also immer diese geknickten Wände. Oder alles Schatten, genau. Sonst ist es schwierig. Okay, erstmal alles Sonne, alles Sonne und dann gehen wir einmal voll in den Schatten. Jetzt drehen wir uns.
Das könnte man machen, wenn man ein Gebäude hätte, aber das haben wir nicht, wie wir sehen, das sich von seiner Geometrie sowohl in der Lage wie auch in der Dreidimensionalität sehr stark zurücknimmt und integriert in die Umgebungsstruktur. Ich glaube einfach, dass die Selbstinszenierung über die Form es nicht braucht, dass man dann auch noch eine Selbstinszenierung über die Farbe macht. Das Gebäude hat eine schon sehr besondere Form. Also das inszeniert sich auch über seine Form. Mhm. Und dann ist eben die Frage, muss ich über die Farbe die Inszenierung sozusagen noch verstärken? So basically, the assumption now, though, is that a lot of people would be coming from here, and then a lot of people, like all the pedestrians and all the bikers, would be coming from here. I guess there will also be a lot of people coming by bus loads, so then they would be dropped off, and then the bus would park, so they would be dropped off. And we've still got that access road along the trees. Yeah. And before we kind of home in on the entrance, maybe just one more question. I mean, do we think that this is a good idea to have, you know, how long is it? 150 meters, 120 meters or something? 150, yeah. 150. To have a 150 meter wall kind of stuck in the mud. In the landscape. In the landscape, in order to represent the center for virtual reality. I mean, is that a good idea? And if so, why? But are we sort of like playing with the idea of virtuality as something that's sort of half there, half not there sort of thing? I mean, are we trying to suggest it's a building that is not really there, or it's not physical, or it's... I'm sure ideas of the... Yeah, one's perception... We'll be playing with ideas of one's perception of the building in terms of its physical, the optical physicality. How you perceive it, but also then as you get inside and get closer... Particular errors, maybe particularly haptic or particularly sensuous or whatever. But and if I look at this sketch there, or these sketches where you have a lot of reflection in the facade and the kind of, I mean, the somehow you've drawn it as though it's see-through. It's meant to be a reflection. It's I reflection. Think. But it looks as though it's see-through, and so you can see through the building, right? But it's like as though it's a mirage or something like that. Is there any reason for us to make such a low building? I mean, could we also have done a four-story building, for example? So I think the main thing with having it one level is, firstly, they want everything connected. They want everything connected to the digital area. If you see this initial diagram. So.
you have the digital canteen. Mm-hmm. And this comes from them, it's not my sketch, I've just translated it. They want everything to connect to one thing, and if you do that on the height and everything for disabled, you basically have a lift going the whole time. I mean, here we obviously have long, long routes to the end, 60 meters, I guess, if it's 120 in total. Mm. Yeah, but then a lot of people use the lift the whole time. But also the university, yeah, some areas that are... But I mean, there's nothing wrong with lifts. I mean, you use energy, but I mean... But just in terms of meeting and creating discussions, I think one still interact more with people on the same floor. I mean, what happens, of course, also with floors is that you really... They really slice the building, and so the people on the third and fourth floor you never see because you're on the second floor. Unless unless you create an amazing lock of a lot of sort of interlocking spaces and very generous circulation with airspace, which we don't have. If the digital canteen is on the second floor and you are working on the first floor, then you sometimes go up for food or whatever, but you would never go up to the top. Mm-hmm. Whereas in this one, you always cross. The idea is that you always cross and that they meet. I mean, I think that's sort of what they want. That they want this hub where people accidentally also run. So what but also, argue, if there's a lot of maximizes communication if it's on one floor. And a lot of visual cross. I mean, that you can see through to different areas. I think is quite important. Okay, let's say we believe in that decision, but I mean, there's still the question: why would we want to have this kind of sculpture-like abstract sort of screen or whatever you call it block? A screen, I guess. It looks like a screen because you don't know how deep the building is. And the building is not this sort of how the master plan had done, sort of a Gary kind of thing that sits there, but rather something that also gives compliments to the landscape. That's how I have seen it. A compliment to the landscape, you're saying. So, I mean, in a way, what does that mean? Does it mean we're complimenting it in terms of like making a compliment, being nice, I mean, creating, making it better or something, or are we complimenting it in the sense of a juxtaposition that is somehow synergetic or somehow works together, or both? My sort of instinct would have been to put the back, like when it was formed like this, that the back was something really solid, like almost stone, and the front that opened into the landscape was something very transparent, that you sort of felt like you were hugged by the building. Mm. And now I think if one turns, when it's turned around, the guess you must more be that you enter, so the main thing by the big bow is that you're welcomed into the space, and then from in within you see out. Und wir haben gedacht, dass der jetzt das Bartenschlag an der rechten Seite gehängt hat, dass das wäre eher auf der Fassade, eher die nördliche Fassade. Und die etwas hellere oder kräftige Farbe wurde dann, wie auch diese Fassade, der durch das Westen Sonnenlicht kommt. Und das würde dann noch mehr strahlen, sozusagen. Haben wir schon so verstanden, aber wir hatten uns eigentlich beim letzten Mal darauf verständigt, dass wir weder in so ein Gelb noch in so ein Grün-Gelb-Ton gehen wollen, sondern eigentlich uns ein bisschen mehr an die Farben der Liegenschaft halten wollen. Und da hatten wir eigentlich gesagt, entweder diese Türtöne oder wie wir da drüben haben, die Bereichsbibliothek, also in dem Farbenkonsens könnten Sie es schon spielen. Und da würden wir jetzt ja wieder... Die sind zwar anders als beim letzten Mal, nicht mehr ganz so strahlend, aber wir sind ja trotzdem in diesem Gelb- und dem Grünton, den wir hier auf der Liegenschaft ja gar nicht haben. Ja, sehe ich auch so. Der linke knallt enorm. Also diese lange Fassade in dem Gelb und das andere in dem anderen Gelb, und das ist das, wo man sozusagen drauf zuläuft. Nö. Nö. Kann mir schon alles vorstellen. Gut, dass sie das nicht wollen, aber
wir sind doch schließlich hier die Bauern. Ne? Genau. Und wir müssen nachher mit dem Gebäude leben. So ist es. I mean, hier, ja. Das war nicht so geplant, aber gut. Und was halten Sie von dem ganz linken, der linke Große? Nee, nee, auch der, der knallt viel zu sehr. And that it's like a puzzle, and that it's like optische Farbmischung. There's a yellow, then it can't be the same. The same. It has to be a variety. It has to be more pluralistisch, mm-hmm. so that it is like a pattern of yellow something, and that we don't want to adapt to this or that, mm-hmm. you know. Das Rechte finde ich. Das Rechte ist nicht schlecht. Das Rechte könnte ein bisschen dunkler sein in sich. Ja. Und ich glaube, das Linke könnte genau ein bisschen weniger sein. Ja. Ein bisschen weniger Pigment. Ein bisschen dunkler, das ja. Rechte, ja. ja. Aber in diesem Farbton ja. dunkler. Ja. Ja. Also Sie können das gerne nochmal überarbeiten, aber ich hätte trotzdem gerne nochmal eine Variante, dass Sie näher reagieren auf das, was wir hier im Umfeld an Farben haben. Es ist sowieso eine Reaction. Mhm. Auf die Umgebung. Man muss nicht buchstäblich eine Farbabmischung nehmen und sagen, dass wir gehen auf der Aprikose-Gebäude zum Beispiel. Ich finde, das ist wirklich, dass es passt, dass dieser gelbliche, abgetonte gelbliche Hof passt in den Umgebung mit eher baulichen Farben. Aber ich hätte trotzdem gerne noch mal so eine Variante dargestellt. Okay, das machen wir. Dass wir so einfach mal im Verhältnis die Schatten vor Ort sehen. Ja, klar, ja, das machen wir. Hi, Stephanie, Matthias hier. Du, hast du gerade mal einen Augenblick Zeit? Wir wollten mal kurz über die Keramikfassade in Straßburg sprechen. In Kiel. Ja, wir sind oben im Projekt. Aber vielleicht können Sie in einer Stunde. Bis gleich, ciao. Okay, alles klar, danke. Also wenn Stefanie hier ist, dann sollten wir uns vielleicht jetzt kurz erstmal auf die Fassaden konzentrieren, oder? Ja, ja. Okay, können wir machen. Kennst du das überhaupt, Stefanie? Hm? Kennst du das überhaupt, die Fassaden? Nein. Von Straßburg, diese Stowe, das kennst du schon, die Stowe-Variante. Hier sieht man das ganz gut. Also eine Lochfassade, die nach unten hin sich auflöst, sieht man unten also ganz große Öffnungen und nach oben hin werden sie kleiner. Is offices below and living above in general? Und die haben so Pockennarben oder wie man das nennen möchte. Also die haben so quasi reliefartige Erhöhungen. Und das Ganze soll als Keramik sein. Ja. Es ist aber relativ teuer. Es kostet 280 pro Quadratmeter. Und 280? Ja, nur für das Material an sich. Also das wäre ohne Fenster und so weiter. Also nur und gelegt, verlegt? Verlegt, ja. Aber das ist nur diese Teilarbeit. Ne? Und dann, man muss berücksichtigen auch, dass das eine Betonfassade ist. Das heißt, dass die Hauptteil der Wand ist schon da in Beton und das ist auch Bestandteil der Fassadekost. Are they okay with the aesthetic or we need to work more on the presentation of the building and show them how it would appear and... They asked us for samples as an answer to this question. Samples of the actual material of the season. Aber ich meine, wenn wir ein Ausschnittsmodell hätten, wäre natürlich super. Ja, wenn wir selber davon überzeugt sind, müssen wir natürlich erstmal nochmal sehen, weil so hundertprozentig wissen wir es eigentlich selber auch nicht. Ne? Nee. I know, it might look just a bit applied. Yes. Which it is. I mean, ich meine, hier auf den Bildern sieht es sehr gut aus, finde ich, aber so dreidimensional durchdrungen haben wir es bisher noch nicht richtig. Das war. No Darstellung? Da? No, that's not it. Zoom is the right tool. But just doing 400% or something. And then just click on here or so. Yeah. Okay, great. So this is like green. It's a greeny gray and a bluey gray back. Similar. Or Matthias, we could look at the small samples. It may be easier than all the big pieces. Maybe some of the neutrals up. I think it's too colored. I think some of the neutrals up there.
Good work. That's cool. Nice for another one. Yeah, for the other. This one on the bottom there, like, it's so great. This one you mean? Yeah, maybe. Or, it's hard to see. It's too sweet. I mean, it's maybe a bit boring, but it works. Also was hier ist dann halt nicht mehr so viel, je weiter der vorrückt, desto mehr Platz hat man hier auch. Mhm. Dann könnte man doch eigentlich, ich meine vielleicht aber auch, vielleicht könnte man auch in so einen Stahl. Dann nee, das fände ich schade. Ich finde, das muss schon noch alles aus dem einen Ort kommen. Ja, ich bin mir nicht mehr sicher mit dem, also... Dieses alles aus einem Brett. Und jetzt hast du ja angefangen mit Stahlwinkeln. Ja, da wollte ich jetzt drauf hinaus, dass ich dachte, zwingt man sich nicht, versucht man es nicht zu zwingen aus einer Platte. Weil, also sowas ganz Simples wird die Produktion halt schon erleichtern oder halt sowas in der Art, ja, dass man diese... Nee, aber das kann... Nee, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Das finde ich zu... Das finde ich jetzt echt schade. Weil ich meine, das ist ja schon einer der, sag ich mal, einer der Grundgedanken, dass das eben alles aus diesem Fräsvorgang rauskommt und eigentlich aus einem Material gemacht. So, meinst du, wir sollten da dabei bleiben mit den... Finde ich echt schade. Ja. Weil dann brauchst du natürlich... Dann kannst du eigentlich alles zusammenschrauben. Oder? Dann, wenn wir erstmal Verbindungsteile anfangen, dann... Ja, aber ich weiß halt nicht, ob das, also das wäre ja dann in sich komplett verleimtes Teil eigentlich. Mhm. Und das ist ja auch, also ich weiß nicht, ich bin ja irgendwie nicht mehr so Freund mit diesem alles aus einer Platte Gedanke. Mir kommt es so ein bisschen gezwungen vor. Also ich will... Vielleicht geht man auch ganz davon weg und sagt, okay, diese Elemente sind aus anderen Material zumindest. Mhm. Dass man hier diese, weil das sind zwei super einfache Dinge, ja, die kann man super gut fräsen und vielleicht kann man auch, also ich hatte dann schon mal, vielleicht kann man auch sowas hier in einer Art, also mal andenken, ob man hier sozusagen so abgekantete Lächeln oder Lederbezogen für drin und dann einfach so festgeklemmt mit so Schräubchen. Wo sind deine Bedenken, habe ich noch nicht richtig verstanden, mit dieser alles aus einer Platte rausfräsen, was sind da deine Sorgen? Mir kommt das so vor, als ob das auch schon so oft versucht wurde und dann da im, also mir kommt das so ein bisschen Gimmicks oder? Ja, sowas würde man als Student auf jeden Fall mal versuchen. Ja. So dieses Prinzip. Ich bin mir auch nicht sicher, vielleicht
ist das auch nicht so. Also ich dachte dann irgendwann, als ich das versucht habe, alles, hatte ich so den Eindruck, dass es so ein bisschen, dass man so versucht zu zwingen und dann da noch irgendwie eine Nut und da noch irgendwie eine Treppe rein und lass uns das mal probieren. Lass uns das mal probieren, also bevor wir das ganz aufgeben. Mhm. Also ganz am Anfang, bevor wir angefangen haben, haben wir gesagt, wir wollen irgendwie versuchen, ein konstruktives, ein interessantes und intelligentes, konstruktives System finden, was auch dann ablesbar bleibt. Ne? Weil das ist ja einer der Schwächen, fanden wir von dem Lounge Jazz, dass es am Ende halt eine ganz schöne Form ist und der ist auch bequem und alles möglich, aber man kann eigentlich überhaupt nicht mehr erkennen, wie der eigentlich gemacht ist, beziehungsweise er ist auch etwas dubios, die Art und Weise, wie er gemacht ist, weil es halt so eine geschäumte Form ist, ne? Mit einem Stahlrahmen innen drin. Und eigentlich wäre es schön, wenn man was finden würde, was konstruktiv sozusagen sehr einfach und sehr plausibel und transparent ist und trotzdem bequem und brauchbar. Das muss schon bleiben. Mhm. Ich meine, das sieht schon aus wie ein Studentenprojekt hier, muss man schon zugeben. Aber das ist ja auch die erste Runde. Ja. Und ich finde, das jetzt so vom Sitzkomfort, also schon allein wie er aussieht, ist der schon deutlich besser, finde ich. Mhm. Gut, also halt mir fest, dann mache ich nochmal die Variante. Also würde ich schon vorschlagen, ja? Mhm. Okay, dann baue ich das erstmal und mache das dann auch aber als erste Variante erstmal im Modell. Ja. Ne? Schöne Woche noch, ja? Ihnen auch. Schöne Woche. Tschüss. Because if you imagine, if you hold it there. So you want to show it later in the final model? No, two versions. Just for us. Okay. Yeah, actually, this model here is actually more of a study model anyway. Yeah, but it's nice, isn't it? Yeah, it's nice. But if you imagine what this looks like, it's just not that successful, I don't think. I mean, it could be better horizontal. I think we should try that. And if you try it horizontal, do we want to have the shadows straight and the facade curved? Or I think that the shadows would also need to be curved, which is quite a challenge. The shadows would need to be curved? Yeah, because it's actually, I mean, one would have to see it, so I think. With the horizontals, not with the vertical version. With the horizontal version. Yeah.
I mean, do you have one of the, yeah, so if we bend this, I mean, around the curve, and then imagine it kind of rotating out, that's kind of what I think we need to do. In terms of the time plan, we have until, well, the 15th of September to submit our written answers, and then the actual meeting is on the 20th or the 21st of September. So there's enough time to just use this model as a study model until we get all the stuff figured out, and then to do the final one once we've decided all these things. I don't think that we need to see this as like a final product. And you should make photos every time you change something on it. That's a good point. Hallo. Remy, weißt du, ob das bei der Bürofassade, sind da feststehende Fenster dabei und ist nur ein Öffnungsflügel? Ja, richtig. Okay. Und gereinigt wird dann von außen? Ja. Okay. Ja, ja, nee, du kommst da seitlich nicht dran, deswegen. Okay. Gut. Danke. Jo. Ja, super. Ja. Perhaps it looks more common with the horizontals. I'm afraid of the costs. At the horizontal? Yeah, because it's a question of the companies. This Terreal, they are not able to make them curved, and so it can't be horizontal with Terreal. And an AK is a little more expensive. One question is, sorry, my tea. Sorry. One question is, horizontal, vertical, curved. Mm-hmm. Do we like it? Do we like it? What's up with the shadows? Mm-hmm. So we see an option where the normal facade cladding is horizontal and the shadow is vertical, or the other way around.
So these are formats that are available. This is MBK or this is another it's, firm? It could be MBK or Terreal. Terreal has got the problem with the curved horizontals. Yeah. And this is curved or this could be polygonal as well. I think it's not very nice. What's the tightest radius? The radius? It's about 5-6 meters, isn't it? 7 meters. Yeah. 7 meters. 7 meters. Mm-hmm. It's been here, you see what happens. But this is much tighter than 7 meters, no? Are you sure? Radius. But anyway, yeah. Can we afford curved ceramic? Can we afford it? Do we have the money for it? I'm not sure. I don't think so. We can buy the ceramic, but nobody mounts it on the facade. Mm-hmm. Okay, that doesn't help. I think if we do it in ceramic, it's very expensive. Yeah. Especially for the horizontal version. Mm-hmm. For the vertical, we can think of just a kind of an edge profile. Mm-hmm. It's a question of what we want. I mean, I think the horizontal looks better, no? Don't you? The horizontal is also more complicated because of the curved profile. Because of the curved, yeah. What do you think? I started to do it like better because that was the first time I did it. Yeah. So it would probably be stacked like this, so you wouldn't see the joint as much in between. Yes. But you'd notice the joint more in the middle of the rows. Uh-huh. I think that looks quite nice, don't you? It does, yeah. So I mean, I think horizontal. I mean, if I have a choice, I take horizontal. Do I have a choice? This one is more extreme. Yes. Dann habe ich hier noch ein bisschen die Kante sozusagen, diese Kante, die hier so weit vorgestanden ist, zurückgesetzt, sodass es nicht so einen Bauch hier ergibt. Mm-hmm. That's better. That's much better. Ja. Und hast du unten, hast du es auch gerade gezeigt. Mm-hmm. Also super. Das kann man jetzt mal, wenn man es so... Das ist eigentlich auch da unten, diese Beule weg. Ja, ist okay. This was not totally clear. And now we still have to decide. What we tried now is, as you said, to make this part a bit longer. So this one is the original, mm-hmm. and this one is the longer one. You can see it here. We can also put it on the window. I mean, I think I do prefer the longer one. I think it has a more healthy relationship of this length to the mm-hmm. the piece that's starting. Yes, but I mean, I don't think it's a kind of loss in quality here. Or the other way around, you could say that it's too fat at this point. I mean, I maybe just have a go with a line drawing to put what I mean, I think. And I think if anything, you would be seeing it in this position, because here you're kind of more likely to look at it straight. We need to move the table over to the chairs. It's a bit difficult for falling over ourselves. Not sure. This looks very different vertical to horizontal, actually. Mm, it does. It looks better horizontal. Maybe. I think it looks better horizontal. I'm not so sure. I think here it just looks too fat here, which it does on the drawing as well. Yeah, it's a bit due to this 18 millimeters that it has to have in
total thickness at this point. At that point? Yeah, okay. until this point, and then this point has to be 80 millimeters, and then to have a continuous line, this one is of course... It has to go a bit out. Put it here. We could put one of them here just to get it at the right height. No, leave it for a moment. I mean, I think vertical, the smaller one is better, actually. Mm-hmm. Ja, aber vielleicht, also ich glaube, das ist auch ein bisschen, noch ein bisschen, vielleicht kann ich durch das mal platzieren. Ich glaube, das ist auch eine komische Perspektive. Ja, genau. Well, I think vertically, I mean, on the window, I definitely prefer the smaller one. But I would still try to that curve, work on the curve. Yes, do. Actually, could one do a default position? Just like that. Do we like that better? Would that work? I mean, could it be? I mean, it. Because it's sort of easier. Yeah, the ganzen Schlösser, die sind so. Gemacht, dass naja, aber wenn das Fenster auf Kipp ist, wäre es ja... No, but I mean, nein, du öffnest das Fenster so und dann kippst es so. Yeah. What I like about that is it's already starting to move itself in the direction that you would... I quite like. But you're not... all the locks are made the other way, so that you open this way, not this way. But it would be quite nice. Do you know what I mean? It's already suggesting how to... Yeah. Meta is saying that this... if it's in Kipp, it's like that already. It's correct. If one has moved it up to kip it, to turn it. Have never looked at it this way. And since I like pressure, it would always be like that. But I mean, it's also what you were saying, it's also true. I mean, you would close the window by pulling this in, and then you would do this. Mm-hmm. So suggesting how to close. Entirely, or you then close it, or you lock it. But the the lock is like that, no? That we say that bit is vertical. Sorry, this is the long one. This one for... this is the long one, sorry. Yeah. But we were just looking at the short one. Yeah. Can we put it on the door, actually? Mm-hmm. Ah, ja, da ist auch noch der andere, hängt da noch. Welcher andere? Der Rüdiger. Okay. Do this one. Which is this compared to this one? This one is the standard with return. And this is... This is the verkröftet. Just look at this one again. Oops, I'm sorry. But I was also saying we should theoretically also be able to cast it in bronze, which we should at least test. That would be very nice. Could be very nice. But that would be very expensive. You can ask them. I mean, maybe also for like. For K33, it's definitely too late, is it? Gucken wir uns mal ganz kurz am Fenster an. In fact, I also think it'd be really good to see. Would there be occasions where we would have a pair? Yeah. And I think they make a really sweet pair because of the movement. Yeah, I can ask them next time to also to hand mirror it. One. Yeah. You can sort of imagine it like this. The little one is rather sweet. So maybe we do a compromise. We do it. But four there's no way to do a window one and a door one. There's too many. Yeah, what do you think? If you look here, it is a... I think... The other one is quite big. That's a very nice color. Pass me the sink bag. I think that. But then we have to do the trick. We have to get samples again. We have to get samples again, and we also have to do the trick pair, the kind of apricot pair. You mean as an alibi? So, because she said she wanted an apricot. Yeah, we have this old sample.
But then they will take that. Honestly, we cannot. If you're putting something forward, then that means we have to believe in it. Yeah, I know. So I mean, if you're putting forward variants, as she's asking us, then there should be variants of things that we like. Yeah, I agree. That's quite nice too. Maybe that's better. If there's one really bright one. Something like that, yeah. Well, could we propose that? I mean, we could propose either those two or these just two. Just imagine a kind of rainy day in November and it just gonna look like shit, basically. I think it's more or less something like that. But and does that work with that, or is it too similar? It's quite similar. I think that's more or less it. Yes, and what are we going to give her as an alternative? These two she has already seen, or what? Yes. Mm-hmm. But and this wasn't warm enough for her. I mean, that's just extraordinary. It's the warmest yellow you could get. I think it was her too intense. Then? Do we like that? It was too intense for her. Yeah. Well, if we and take then we had this little sketchy drawing, and then this is more saturated, and the Kanzlerin was more in this direction. She was not so brave, about. But she is really one can discuss with her. Yellow is our problem. Why did we? Where was this? 605 Y20 R. Is there a presentation? No, it's an anonymous competition. Okay, should we look at the plans? Yeah, I guess so. Yeah, or, I mean, maybe at the facades first. You have this the big window for the Jujiro canteen, and then on the two sides you have the woven one. And what differentiates them is that this one actually acts as a movable shading. And then the other facade, I haven't really had a chance to look at it more into detail. So I know that Luisa, you meant, so you meant to look more into neutral colors, like a little bit like OBA, the neutral kind of lightish colors instead of one family. I mean, we should at least try out different color spectra. This facade would have to be red from the motorway, no? As you drive by, it would have to be quite strong. Yeah, but I think the danger is that it looks like a kind of Baumarkt shed that are all getting bright colours these days. I mean, yeah, what would you mean in terms of the facade? I mean, you almost. I definitely think where the digital cafe is, it has to seem more open and welcoming, and I think therefore not be reflective glass. Mm-hmm. Type facade. Which then would change scale when it gets to the smaller offices, which is quite nice. The new ones. In idea, then you would have a gap here, no? Exactly. Somehow, whatever. And then here's another type of facade. And here you would almost see the roof light coming into the space. Exactly, this would almost be. So it's like a landscape space. Yeah. But I mean, do we really think that this is an appropriate, whatever. Suitable idea. In fact, this could even be roofed if we want. You could get your smooth thing by roofing that if we want. Smooth what? You could get the smooth form, which is what you wanted originally, by roofing over this, say. Yeah, but I don't want the smooth form just for smooth form. I mean, it's part of an idea. No, I know, but that would also provide sun shading. And it would make it more obviously a sort of caesura or the cut if you do quite a deep, I don't know, 6 or 7 meter. They want to create this atmosphere for people to meet. I mean, that's the whole purpose with this building, where they get all these different people to actually meet at one point. And if one says then that these different departments, they're sort of put together, and in between is this public space where the public meets the students and the professionals that are not working secretly, then I think the diagram of that is very clear. Except, I mean, does it have anything to do with its subject, with the kind of virtual reality kind of thing? I don't know, but I mean, with its subject. Well, what we were saying before is that the landscape space or the more public space is we were going to design in a sort of deliberately haptic way, or deliberately trying to make you aware of real space and real materials and
real things, whereas when you go to your offices or seminars or the lecture or the, it's more virtual and more to do with your brain and eyes, but less bodily. And more contrast. And how is that performed? How is that reflected in the building? I mean, in short, I think we haven't gone in depth on that theme. That somehow the two-dimensionality of the building, in a way, I mean, is not really to do with virtual reality. The two-dimensionality? Well, I mean, the two-surface quality. No, you mean the front and the back? Yeah. Yeah, it's just, I mean, yeah. One could say that this has a huge, big terrace overlooking the landscape under the roof, and that's the part of this. So you have a sort of captured bit of landscape, let's say, within the... that it makes a transition between inside and outside. But that doesn't answer your big question. I mean, the whole thing, we have 2 weeks to resolve this, and there's still a lot of things in the program that's not resolved yet. You know, that will be resolved, but I'm really worried about shifting around the form too much, because, of course, we need an idea that we're convinced about, and it's a bit many ideas in the air at the moment, but... Yeah, okay, I mean, I'll shut up, basically, if you want me to. I mean, I just think that this is not really convincing at the moment. I mean, of the ones that we see, I think this is the most convincing, but I mean, it's a different plan, right? Then to me, the next one would be that one, but I think this corner is really difficult. And I think you'd have to start to kind of probably flatten it out and kind of make a flat corner. I personally think that this is possible, but I think obviously the danger is that it looks like an ordinary industrial box, and we'd have to somehow think how we can avoid that. But I mean, even if it looked like an industrial box, I think that's also okay, because it's just a simple idea. Oder wollen wir einmal kurz Fenstergriff vorher machen? Aufmachen, also beziehungsweise dreht es noch da. Jetzt hoffe ich natürlich, dass er dann nicht im geöffneten Zustand rausfällt. Und dadurch, dass er hier sozusagen diese Dicke hat, verhindert er ja eigentlich genauso wie der auch das Übergreifen. Also das Übergreifen hierhin. Ja? Das Tückische an dem Fenster ist und bleibt, dass der Punkt, der Drehpunkt wirklich sehr nah dran ist. Und dieser Fenstergriff funktioniert halt in der Richtung nicht richtig, also gerade beim Zumachen, wenn ich will. Da. Und der funktioniert eigentlich beim Zumachen schon. Da funktioniert der ja besser, weil der verhindert eigentlich, also wenn ich jetzt nicht unbedingt das, Daumen, aber ja, selbst genau, wenn ich das mache, der... Allein durch seine Formgebung verhindert der, dass die Hand zu nah an der Scherstelle landet. Was bei dem für meine Begriffe schon sehr kritisch ist. Also weil da gibt es keine Führung in der Weise, die den Abstand sicherstellt. Also es geht einfach darum, diese Gefahr des Einklemmens, und da gibt es schöne Verletzungen, also... Ja, möglichst zu minimieren. Ausschließen kann ich es sowieso nicht. Aber also die Weiterentwicklung musste sein, aufgrund technischer Bestimmungen auch von FSB. Ich kann das jetzt nicht alles wiedergeben, aber da sind halt bestimmte Stahlteile, die dann reinpassen müssen, und dann gibt es Dinge von den Gussformen. Und ja, aber der wird kommt halt näher ran dadurch. Ja. Das sieht man ganz genau. Das ist einfach... Ja. Da müssen wir noch dran arbeiten. Das hilft nichts.
Wir haben zwei Karren zusammengesetzt. Eins ist eher gelblich, wie Sie sehen, gelb und dann ein bisschen Karamell oder wie man das nennt, als ein Paar. Und dann die andere Paar wurden wir auch ähnlich analog, denn das Braungrau oder eigentlich Gelbgrau an der Nordseite und ist eher neutral, gräulich, bräunlich, gelblich, wie auch immer man das nennt, Sandfarbe oder so, dann an dieser Westseite. Ich finde hier eher neutral, ein bisschen zurückhaltend, um dieses Objekt, das Objet Trouvé, könnte man sagen, dann hervorzuheben. Und deswegen, ich würde plädieren für die erste, eher neutrale Paar. Interessanten Aspekt mit den neutralen Farben, was also dieses alte Gebäude betrifft, dass das dann stärker herausgehoben ist, also das kann ich mir gut vorstellen. Ich hätte gar kein Problem damit, sondern ich finde es sehr gut. Mhm. Ja. Ich begrüße das sehr. Okay. Darf ich nur sagen an dieser Stelle, wir finden die Einwände, sagen wir, was Sie hatten, sehr hilfreich. dann wir müssen weiterarbeiten und weiterdenken und irgendwie ist es immer ein Zusammendenken an ein Projekt. Es ist nicht nur von den Architekten und Planern, natürlich ist es eigentlich von der Conversation zwischen Nutzer und Bauherr und uns. Ein dialogischer Prozess. Ja.